Naja, fast. Kleiner Kompromiss. Oh, ich sehe da eine Perle. Nicht eine Glatzperle, aber das Kugeln, diese Kugeln. Da sind wir auch fast an dem Ziel. Wenn wir fast die 25 und noch ein bisschen weiter stehen würden. Das bringt halt wirklich nur eine Beutelvergrößerung. Könnten wir halt mehr Sachen mit uns rumsteppen. Was sehr hilfreich wäre. Aber nicht wirklich dringend nötig. Ist auf die Sache mit dem Groove. Mit den Kugeln kann man eigentlich verzichten. Oh, eine Glatzperle. Zwei Glatzperlen sogar. Ah, das sind die zwei Glatzperlen, die da auf dem Map verzeichnet waren. Sehr schön. Vogelpfeffer gerade voll. 23 Uhr kriegen wir vielleicht heute noch zusammen. Und wer sind die da drüben? Okay, jetzt könnten wir doch bestimmt. Okay, das Halsband haben wir. Das ist nicht mein Geschmack. Sowas würde ich nicht mal Marder zum Geschenk machen. Hoffentlich hat es das auch gut durchgemacht. Lange statusfreundlich bin Golden Dick Duck. Okay, das ist unsere nächste Mission. Seid ihr und für welche? Seid ihr putzig? Bah! Das schmeckt von deren Zähne. Sind die nicht immer putzig? Golden Dick Duck sind da drüben. Krocker, das sind Golden Dick Duck. Immerhin gereist. Suchen wir uns einen Schrein und dann freuen wir uns mit denen an. Dann haben wir zumindest ein gutes Stück geschafft. Ob wir das mit den. Wir können es dann noch versuchen, dann noch die Schriftrollen hier zu kriegen, die. Die Händler rollen, aber ob das klappt, nein, ich weiß nicht. Könnte man vielleicht auch noch mal auf der Map gucken, ob da irgendwelche rumliegen. Aha, hier haben wir schon den ersten Golden-Dick-Duck. Da müsste auch schon der erste Schrein sein. Dann pullen wir da mal unser Zeug pullern. Psst. Psst. Sag nicht sowas hier. Werd ich auch bekloppt mit diesem Spiel. Perlen bräuchte man eigentlich nicht mehr. Pulver, alles Zeug, was du hast. Pulver. Nach so einem langen Stream ist man auch wie besoffen hier. Die kriegen wir ja noch zu Freunden. What? Hier ist einmal ein Zeug, feindselig. Ja, alles. Neutral. Schenkheitskette, die haben wir jetzt schon ver. Die haben wir doch nicht reingeworfen, oder? In Besitz. Okay, die haben wir in Besitz, aber wo? Die
Die haben wir nicht mitgespendet, oder? Wenn doch, dann ist sie ja da. Also das ist eine Ausrüstung, die kann ich anziehen, oder? Präsentiere dich mit der Perlenheißkette einem Gladiator Kolbling. Okay. Ich hätte gerade Angst, dass die mit... Das habe ich eigentlich nicht, das hätte ich doch gesehen. Die haben wir schon eingesetzt, die müsste... Okay, ich folge mal der Markierung hier. Ja, das ist trotzdem, auch wenn wir so weit Fortschritt haben, ist trotzdem der letzte Stream. Vielleicht, wenn ich wirklich denke, ja, realistisch schaffe ich noch. Vielleicht mache ich da, vielleicht nehme ich das dann noch auf. Eine Aufnahme, aber für den Stream. Nee, würde ich nicht sagen, wenn ich jetzt denke. Wir machen jetzt noch ein paar Minuten. Können wir ein bisschen überziehen. Schauen wir mal. An den Rollen scheitert es jetzt halt schon wieder, dass da jetzt hier die Händler Sachen nicht haben. Und dass da Leute zu töten jetzt hier, ist ein bisschen... Uff. Vielleicht schaue ich mal wirklich gleich mal auf die interaktive Map, ob ich da... Ob ich da was finde. Wo die hinterlegt sind. Ob die hier vielleicht irgendwo rumliegen. Ob es da vielleicht... Wenn wir da zwei hier finden, die irgendwo rumliegen. Ich grüße dich. Ich heiße Hugh. Ich bin der Minz der Menschen. Der Minz? Was im Namen des Paradieses macht dich glauben, dass du hier kommen darfst? Hier kommen darfst. Ich bin wichtig. Wichtig, keine Randfiguren von irgendeiner Gruppe haben uns irgendwas zu sagen. Komm zu uns zurück, wenn du eine Art von Prinz. Ja, genau, das bin ich. Ich habe mich nur versprochen. Ein Prinz? Interessant. Diese Halskette steht dir aber auch gut. Was können wir für dich tun? Suche nach Informationen über tragische Ereignisse der Vergangenheit. Oh. Diese große Tragödie unseres Volkes, jeder sollte über sie Bescheid wissen, damit so etwas nicht nochmal geschieht. Die Gladiator-Kolblinge vor mir haben einen Schrein im Gedenken an die größten Helden und Verbrecher dieses Ereignisses gebaut. Wo soll ich nach diesem Monument suchen? Auf einem Hügel im Osten, der das große Meer überragt. Seine offizielle Tür hat einen Mechanismus, der nur während der ersten Stunde des Tages geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Ereignisse in einer uralten Sprache verfasst. Du wirst diese Übersetzungsschrift vorher benötigen. Ich werde dir für immer dankbar sein. Ein Prinz ist mir alles recht. Kunde in Ort des Monuments. Das große Ding dort in der Wüste, wo wir schon mal waren. Oder was? Erstmal. Achso, hier. Da waren wir schon. In die Richtung zeigt's. Wenn das nicht das große Ding dort, der große Turm ist, wo wir schon mal nicht reinkamen. Oh oh. Das hatte ich vermutet. Befürchtet, dass das passiert. Okay, hier sind wir. Okay, wohl nicht der Turm, weil wir steuern ein bisschen dran vorbei.
Das Ding dort drüben wird sein, auf dem wir auch schon waren, als wir hier mal. Das war schon vor der Story hier im freien Spiel, wenn man so weit durchgerannt sind. Na dann. Ersten Morgenstunde des Tages. Ja. Sieht gut für uns aus. Ersten Stunde des Tages geöffnet. Sieht so aus, als würde die Sonne gleich aufgehen. Dann warten wir mal hier kurz. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, diese Aufgabe will ich heute schon noch schaffen. Und die andere Aufgabe hier mit den Abzeichen. Sabbers Gold. Beeinflusst das schmutzende Dorf mit dem Konservierungswissen. Das Konservierungswissen müssen wir halt finden. Dieses Biestall-Sockelspuren in den Kargfeldern. Das kriegen wir hin. Biestall-Socken, das ist doch gar nicht so schwer. Ein dicke Königssaures Vermächtnis in den größten Eichen. Okay, ach, das sind die Sachen, die wir schon geschafft haben. Okay, aber wenn wir beeinflussen, was doof, das haben wir wahrscheinlich schon fast geschafft. Inselgeschichten können wir dann noch machen. Große Werkstatt, ach, das ist die Sache. Könnten wir, während wir warten, gleich noch Konservierungshändler abzeichnen, brauchen wir. Ich warte. Noch ist der Mond auf der Karte, das heißt noch ist nicht die ersten Stunden des Tages. Okay, ich guck mal währenddessen schon mal auf die Map. Müsste ich jetzt noch mal Chroniken haben. Und Browserverlauf. Rollen. Abzeichen heißen sie. Wächter ab. Nee, das sind Händeabzeichen. Kreaturen, Material, mechanische Nahrung, NPC. Kreaturen, Elefant, Fluffy. Das wollen wir nicht. Sehr schön. Sesam, öffne dich. Öffnet sich die Tür. Die Sprungkönigin hatte die Führung inne, suchte mit ihren schutzlosen Golladiktaks ihr Heil in der Flucht. Dieselbe Gesundheit hat genossen. Dieselbe Königin war es auch, die ersten Günterdingdachs zu einem Ort in Sicherheit brachte, der noch nie zuvor das Sonnenlicht gesehen hatte.
Okay, wir müssen hier mal uns ein bisschen beeilen. Weil die Tür sich irgendwann wieder schließt. Wollen wir mal sehen. Zwischen den Knochen, Krockern und Gibbeldickgacks brach ein großer Konflikt aus. Die Krocker Boshaftigkeit und ihr Neid auf die Flugfähigkeit Gibbeldickdacks waren es, die sie aggressiv machten. Trotz des fortschrittlichen Werkzeuge der Gibbeldickdack und ihrer berühmten Flugfähigkeit waren ihnen die Krocker zahlenmäßig überlegen, weshalb nach den damaligen großen Schlachten in den stürmischen Dünen nur noch sie übrig waren. Gibbeldickdack, ich habe noch nie zuvor von ihm gehört. Ja. Tolle Mechanik hier. Die Sprungkönigin und ihr langer Marsch. Ihr Marsch wurde erleuchtet von ihrer Tapferkeit, unmöglich Sprünge zu machen. Eine Fähigkeit, die eine Brücke zwischen den Gonadikdak und ihren Vorfahren schlug. Aha, haben wir hier bald alles. Ah, hier müssen wir hoch. Hier sollten wir mal nicht runterfallen. Und wir dann wieder reinkommen. Prinzipiell muss ja das nur noch gedreht werden. Aha. Nein. Hier wird es jetzt gefährlich. Nein! Uff. Mach keinen Scheiß. Hier dürfen wir jetzt runterfallen. Das ist weniger tragisch. Als da oben. Als hier unten, meine ich. Die zwei Sprünge müssen sitzen. Als ob. Erwähnt ich schon mal, dass ich im Jump and Runs äußerst schlecht bin. Habt ihr schon mal eins meiner Mario Let's Plays gesehen? Äußerst schlecht. Ein wahrer Jump and Run. Noob! Puh, schnell rein hier. Au, Backe. Verboten schlecht. Noch können wir unten rein, wie es ausschaut. Es war gleich fast Mittag. Okay. Ah, okay, hier waren wir wohl schon oben. Hier ist die Kugel nicht mehr drauf. Die Inschrift zeigt die Königin, wie sie die Gonadikdak durch eine feindliche Festung führt. Anscheinend hat sie es irgendwie geschafft, den Dörfern Frieden zu bringen, damit sie den Gonadikdak freies Geleit gaben. Moment mal, dieser Teil sieht so aus, als wäre er später hinzugefügt worden. Im späteren Verlauf zeigten die Sprünge der Königin auch den Weg in Richtung Einheit auf.
Die Geschichte ergibt keinen Sinn. Was hat der Irrtum denn hiermit zu tun? Es ist, muss sich irren. Ich muss mit ihm sprechen. Ah, Hugh, da bist du ja. Der muss da ziemlich schreien, damit wir ihn hören. Sprich mit Est über deine Funde. Er hat jemanden ein bisschen verschönert hier. Hat jemand die Geschichte manipuliert. Ich hatte vergessen, noch etwas mit dir zu besprechen. Ich muss mit dir auch über etwas reden. Die Geschichte hier drin macht überhaupt keinen Sinn. Wie ich erwartet hatte. Oh, ich hatte noch nicht erwähnt, dass die Gunnar Digax wahrscheinlich über ein eigenes Sprechen, das nur sie beeinflusst hat, das zeitlich vor dem Irrtum liegt. Tragödie der dünnen Dünen ist ein völlig anderer Konflikt, der keine Relevanz für den Irrtum hat. Na, dankeschön. Einer der wichtiger für diese arroganten Vögel sind. Naja, ich habe etwas über die Sprungkönigin gelesen. Sie scheint auch während des Irrtums wichtig gewesen zu sein. Woher weißt du das? Bei einem Teil der Geschichte gab es eine zusätzliche Inschrift. Sie erwähnte die Hilfe der Königin für den Marsch in Richtung Einheit. Es gab dort einen Teil über die Verbreitung des Friedens. Ah, jetzt macht das endlich Sinn. Es ist bekannt, dass die erste Goladigak-Königin einen Weg gefunden hatte, die Spezies ruhig zu machen. Tatsächlich ist es angeblich so, dass man mit einem Goladigak viel besser sprechen kann, wenn er ruhig ist. Ach was. Ich würde die Verbreitung dieses Friedensgerüchts im Hauptdorf vorschlagen. Außerdem solltest du herausfinden, wo du etwas über die Sprungkönigin in Erfahrung bringen kannst. Wenn sie während des Irrtums lebte, wurde sie vermutlich mit ihrem Wissen beerdigt. Geh jetzt, Prinz Hugh. Hehehe. Er hat's mitbekommen. Friedensgerücht-Idee, da brauchen wir auch wieder Sachen für, die wir nicht haben. Da brauchen wir Händlerabzeichen. Jetzt brauchen wir schon 4 Händlerabzeichen. Ja, gute Nacht, das kriegen wir nicht hin. Und die Karte verzeichnet auch nichts, dass da irgendwas rumliegt. Da müssten wir jetzt 4 Händler umbringen. Das ist eine gute Nacht, das kriegen wir auch. Das wird nun wirklich nichts. Dann müssen wir es leider. Da muss der sich nochmal die Beine brechen. Das sehe ich auch jetzt nicht wirklich, dass das in der Aufnahme noch was bringen würde, wenn ich da jetzt. Also wir müssen halt jetzt 4, das reicht, aber wir müssen 4 killen. Würde ausreichen, dann hätte man. Wir müssen keine 6, keine 7, keine 8 killen, sondern 4 würde schon reichen, aber wir könnten uns die Füchse nochmal zum Feind machen, indem wir das irgendwie mit allen anderen befreunden. Ob das was wird. Und ob die Füchse so viel besser sind. So, vielleicht so, oh, ein rumpackendes ein Parfand. Sehr schön. Guck mal hier noch. Ne, da fehlen uns einfach nur das, die Sachen, sodass die Füchse dazu holen können. Ne, ich würde sagen, beenden wir das hier. Wir waren dem Ziel schon ziemlich nahe. Vielleicht schneide ich in euch im Let's Play irgendwie das Ending rein.
Gibt es bestimmt irgendwo ein Wolfen. Schneide ich euch das dazwischen. Der Vollständigkeit halber. Es wird ja nicht mehr viel sein, oder? Es wird jetzt hier. Ein Fürsteskolleg Dorf mit Friedensgerücht. Das ist jetzt ja, das müssten wir jetzt hier verkaufen, dann wäre das. Nee, Leute, das wird nichts mehr. Ich kaufe mir hier noch ein Set. Tauschen mit Freunden am Arsch. Ich kaufe mir das Ding am Arsch. Stofftuch, einfach Wandleder. Hat's auch nicht. Ja gut, ist dann nochmal zurück nach Hause laufen, ist jetzt auch nicht drin, nur wo ist das nächste Dorf, was befreundet ist, Fexe sind hier, oh das kriegen wir hin, sind hoffentlich noch befreundet, die gleich nebenan hier, ich sehe hier schon den Anfang des Dorfs, Nachbardörfer hier. Gucken wir da noch mal ein Schnellreisekit. Und hören wir dort auf, wo wir angefangen haben. In der Heimat. Ja gut. Da muss man hochkommen. Na komm. Sehr schön. Jemand Fuchsdorf. Wie was? Sind mit uns verfeindet? Sachen gibt's. Wie haben wir das angestellt? Warte. Feindselig. Sachen gibt's. Die Elche sind neutral. Dabei war das erste Volk, mit dem wir uns angefreundet haben. 24 Kugeln. Dann ist auch voll. Alter Schwede. Könnten wir mal was probieren hier. Deren Händler ausrotten. 4 Stück. Das wären. Vergesst es. Okay. Bin geliefert. Nein, das ist doch kein schönes Ende hier. Na gut, wie auch immer. Ich schneide das Ende noch mit rein. Wie man das Volk. Ja, jetzt wo wir uns mit allen befreundet haben, dann muss das doch laufen. Mal schauen, ob ich es reinschneide oder nicht. Haut drinne. Das war mein Pain-Let's Play.
in die Credits. Ja, dann bedanke ich mich schon mal bei allen Zuschauern live auf Twitch und dann später in den Parts auf YouTube. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, es ist halt einer dieser Projekte, die mir anfangs hat es halt irgendwie noch Spaß gemacht. Es ist halt ein Open World Game mit, wo ich halt lustigerweise erstmal Open World gespielt habe und dann erst später die Story angefangen habe. Ja, muss ich sagen, meins ist es nicht. Aber es ist dafür, dass es ein Open World Game ist, von dem ich normalerweise nicht so ein Fan bin, war verkraftbar, konnte ich mir anschauen. Konnte ich spielen, das ist. Ihr konntet es euch hoffentlich anschauen, das ist. Ich musste spielen.
Ja, hier sind die ganzen Supporter, die das finanziell unterstützt haben. Ja, ein kleines, tolles Indie-Game. Was war doch zu weit, zu großen Teilen. Wir haben die ganze Map erkundet, wir haben die ganze Map gemacht, wir haben uns mit allen angefreundet, haben die meisten Missionen gemacht, wir waren ja schon. Ich glaube, ich habe so ziemlich alle Aspekte des Games gezeigt und ja, das können wir jetzt zufriedenstellend das Let's Play abhaken. Können wir sagen, dass das beendet, abgeschlossen ist. Müssen wir nicht als abgebrochenes Let's Play ansehen. Das haben wir jetzt hier wirklich zu Genüge. Wirklich, dass ich denke, da braucht keiner traurig sein. Braucht sich heute Abend keiner in die Kissen heulen, beim Schlafen gehen. So ist doch alles. What the fuck? Wer hat diese Schrift gesetzt? Das ist bei den Credits. Tja, kein Profi. Sorry, das war jetzt hier wirklich. Uff, da ist ein Bruch drin. Versatz, das ist ja. Macht eine Welle. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, da mich noch umsätzlich gefallen haben. Das sind Spiny drin mit einem leeren Feld. Ach du Scheiße. Habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag? Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bei Saints Row, Saints Row müsste ich dann, wird parallel gestreamt, aber das werde ich dann im Nachhinein hochladen. Ich dann im Anschluss. YouTube kommt dann Saints Row. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss, YouTube. YouTube darf sich noch die Endcard, würde ich sagen, darf sich noch die Credits zu Ende angucken. Ja, wir sehen uns im anderen Projekt wieder. Schaut mal auf Twitch vorbei, da streame ich regelmäßig live. Das ist wirklich eine kleine Empfehlung hier mal an dieser Stelle. Für mich selbst, ja, ich weiß. Aber wirklich mein kleiner Tipp, ich meine, mittlerweile ist das wirklich so, dass die Sachen, die ich auf meinem YouTube-Kanal hochlade, ich bin momentan bei einem Abstand von einem ganzen Jahr. Also, das ist also, ihr könnt natürlich ein ganzes Jahr lang warten, bis ihr das Let's Play seht. Aber ihr könnt das live sehen, wenn ihr einfach mal auf twitch.tv/zwergenfuerst, wie ging der dann nicht, LP alles zusammengeschrieben, zwergenfuerst LP geht und da mal ein Follow da lasst und da auch mal reinguckt. Das ist wirklich, dann könnt ihr das direkt, wenn ich das aufnehme, direkt, ihr könnt bei den Aufnahmen mit dabei sein, wenn ihr im Chat mit dabei seid, seid ihr sogar zu sehen, dann wird eure Nachricht eingeblendet, seid ihr Teil des Let's Plays. Wie geil ist das denn? Um mal ein bisschen Werbung für meine Streams zu machen auf YouTube. Ja, ich wollte eigentlich Schluss machen. Also, schaut auf Twitch vorbei unbedingt. Wenn das ein oder andere Projekt auf Twitch euch nicht gefällt, was oder so, dann könnt das ja auslassen oder ihr könnt ja das ein oder andere sagt, das will ich dann später auf YouTube gucken und so weiter. Das ist aber so manche Sachen, es ist da, könnt ihr behaupten, ihr wart live dabei. Oh, der Erik hat auch mitgemacht. Gonk hat mitgespendet. Nee, das ist nur ein Erik. Das ist nicht Erik Kranger. So, what the fuck ist mit diesen Credits los? So, danke fürs Zuschauen, habt noch einen angenehmen Tag und haut drinne. Bis dann und ciao.